Hallo Kackbratzen. Für diesen Kanal ziehe ich ja immer mal wieder ein Spiel aus dem Regal heraus, das vielleicht nicht so wirklich bekannt ist, da die immer gleichen und bekannten Spiele ja auf Dauer vielleicht langweilig werden. Es wurde ja im Prinzip schon alles gesagt und auch die verlorenen Perlen haben etwas mehr Aufmerksamkeit verdient. Das Problem ist nur, dass ich mit meiner Reichweite, die geringer ist als Pinkeln beim Gegenwind, kaum diese Perlen einer größeren Masse schmackhaft machen kann. Aber ich versuch's trotzdem. Maruza is a small South American country, located between Chile and Argentina. Maruza has been governed by a military dictatorship for a long time. Heute sprechen wir über das Survival-Adventure Aconcagua, das von Wak Wak entwickelt und von Sony dann im Jahr 2000 exklusiv für die PS1 in Japan veröffentlicht wurde. Dies bereitet schon ein kleines Problem, da das Spiel offiziell nie lokalisiert wurde. Zwar wurden die Zwischensequenzen auch schon damals in Englisch vertont, aber das Spiel lässt sich generell nur auf Japanisch spielen. Zum Glück gibt es aber seit 2022 auch eine Fanübersetzung, womit das Spiel nun für jedermann zugänglich sein soll. Aconcagua beginnt mit einer dramatischen Explosion, das ein kleines Passagierflugzeug, das in Richtung des titelgebenden und real existierenden Berges flog, zum Absturz zwingt. Pachamama, the daughter of the first president of Maruza. The people started the democratic movement with her as a symbol of freedom. Der Berg Aconcagua ist zwar real, aber insgesamt spielt die Rolle in einem fiktiven Land namens Maruza in Südamerika. Dieses Land, das sich erst kürzlich von Argentinien unabhängig gemacht hat, leidet unter einer erbarmungslosen Diktatur. Doch wie immer besteht unter der Bevölkerung ein klein wenig Hoffnung auf Erlösung. Unter den Reisenden befand sich auch eine Dame namens Pachamama, die zufälligerweise nicht nur den Widerstand anführt, sondern auch die große Hoffnungsträgerin des Landes für die bevorstehenden Wahlen ist. Der Anschlag auf das Flugzeug war also kein Zufall. Zum Glück überlebte sie zwar den Absturz, aber nun befindet sie sich mit einer Handvoll Überlebenden in der eisigen und schneebedeckten Bergwelt in den Anden, die zu allem Überfluss auch noch mit einer Hundertschaft von Soldaten der merusianischen Armee übersät ist. Aconcagua ist übrigens der höchste Gipfel des amerikanischen Kontinents und ist auch als der Weiße Wächter bekannt. Man darf sich wohl vorstellen, was das für unsere Überlebenden bedeutet. Normalerweise würde man nun bei einem Spiel mit dieser Story vielleicht einen Titel im Stile von Tomb Raider erwarten, aber Wak Wak ging einen komplett anderen Weg. Man entwickelte ein Point-and-Click-Adventure im Stile eines klassischen Clock Tower, aber im Gegensatz zu den meisten Adventure-Spielen steuert man nicht nur einen, sondern gleich 5 verschiedene Charaktere, die man jederzeit durch einen einfachen Klick durchwechseln kann. Da jeder von den Charakteren auf seine Weise einzigartig ist, verlässt sich das Spiel auf ihre individuellen Fähigkeiten und ihre Persönlichkeit als wesentliche Methode zur Überwindung spezifischer Hindernisse oder Situationen. Und es wird einen Sack voll Hindernisse geben, denn auf den Spieler warten nicht nur Rätsel, sondern auch wie gesagt die merusianische Armee, die vom Diktator ausgeschickt wurde, um auch nur jeden Überlebenden des Flugzeugabsturz ins Nirvana zu pusten, um so mit aller Macht einen Bürgerkrieg zu verhindern. Ich kann vermutlich nicht oft genug wiederholen, wie froh ich bin, dass man aus Aconcagua nicht einen generischen Third-Person-Shooter machte. Die Story ist einfach zu packend, als daraus den üblichen Einheitsbrei zu kochen. Das wahre Wesen von Aconcagua offenbart sich in Form seiner Spielkontexte, die durch die einzigartige Persönlichkeit und die Fähigkeiten jedes einzelnen Charakters bereichert werden. Der Spieler muss sie nicht nur dazu bringen, mit der Umgebung zu interagieren und Gegenstände zu sammeln, sondern sie auch dazu bringen, untereinander zu kommunizieren, sich über ihren Geisteszustand und ihre Meinungen zu informieren, um wertvolle Vorschläge zu erhalten. Daher muss die Lösung der Probleme nicht nur für den Spieler, sondern auch für die Charaktere sinnvoll sein, da sie bestimmte Aktionen nur dann ausführen können, wenn der Spieler ihnen das Gefühl gibt, auch wirklich etwas Logisches zu unternehmen. Das klingt vielleicht kompliziert und die Sprachbarriere mag dann noch ein weiteres Hindernis sein, aber wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, wird man das Spiel lieben lernen. Thank you. Die Gruppe ist mehr als eine bloße Spielfigur auf einem Schachbrett. Sie besteht aus mehr oder weniger komplexen virtuellen Wesen, die nach bestimmten Reizen handeln. Der Prozess der gegenseitigen Kommunikation ist ein entscheidender Bestandteil der Spielmechanik, da er auch den Austausch von Gegenständen zwischen Gruppenmitgliedern ermöglicht. Das Einzige, was etwas stört, ist vielleicht die Steuerung. Point-and-Click-Adventure auf der Konsole sind nie so wirklich fluffig zu spielen und da man aus irgendwelchen Gründen auch nicht mal die sagenumwobene PlayStation-Maus unterstützt, wird man nicht unbedingt butterweich seine Charaktere durch die Anden steuern. Wie erwähnt, wird man 5 verschiedene Charaktere durch die schneebedeckte Landschaft steuern müssen und man kann gleichzeitig auch jeweils nur mit einem Charakter spielen, während die anderen geduldig auf den Spieler warten. Zum Glück verlangt das Spiel niemals, dass man jeden einzelnen Charakter zum Einsatz buxiert. Das Gameplay ist zum Glück auch langsam und wird keine hektischen Mausbewegungen erfordern. Hey!
Jede mögliche Interaktion wird zudem durch nur 6 Symbole klar kommuniziert, zwischen denen das Spiel automatisch wechselt, sofern es die Situation erfordert. Das gilt auch für Rätsel oder Aktionen, die eben nur von bestimmten Charakteren ausgeführt werden. Im Gegensatz zu den meisten Adventure-Spielen verzichtete man auf unlogische oder fast unlösbare Rätsel, um den Spielspaß nicht zu untergraben. Kommt man mit einem Charakter nicht weiter, wechselt man durch, bis man den richtigen Charakter mit der passenden Fähigkeit gefunden hat. Und das macht Aconcagua auch so besonders, denn es konzentriert sich auf sein narratives und zugängliches Gameplay. Und auch wenn das Spiel einen düsteren Ton anschlägt und die Story rein theoretisch in einem festbegrenzten Zeitraum abläuft, was einem innerlich so nervös macht, als hätte man eine Kanne Kaffee auf Ex getrunken, hat man trotzdem alle Zeit, um sich auf den Bildschirmen nach den benötigten Gegenständen umzusehen. Und zum Glück wird es auch nie mehr als eine Handvoll versteckter Items geben, weshalb die Pixelsuche relativ sorgenfrei ist. Trotzdem sollte man vorsichtig sein, denn ein jeder Charakter verfügt über seinen eigenen Gesundheitsbalken, was bedeutet, dass der Tod nicht unausweichlich ist. Man sollte also oft und rechtzeitig speichern, da ein Verlust eines Charakters eine unüberwindbare Hürde im Spiel bedeuten könnte. Das verleiht dem Spiel zusätzlich mehr Tiefe, was es zu einem wahren Survival-Adventure macht. Manchmal verlangt es vom Spieler einen Sack voll Mut, da man sehr oft Fehler oder ein Scheitern oder gar komplett wagemutige Aktionen einkalkulieren muss, die vielleicht am Ende auch der ganzen Gruppe schaden könnten. Wie gesagt, herrscht ein düsterer Grundtenor, was dem Spiel eine absolut packende Atmosphäre verpasst. Insgesamt wird man auch kaum ein anderes Adventure finden, das sich so enorm spannend anfühlt und so komplexe Themen wie den eigenen Überlebensinstinkt oder Gruppenpsychologie behandelt und das alles noch verpackt in einer komplett glaubwürdigen Story über politische Machenschaften und Ideologien. Aconcagua ist allein schon wegen dieser Prämisse so einzigartig und unheimlich spannend, was aber damals leider kaum jemanden angesprochen hat. Aber trotz all dieser komplexen und ernsten Themen wird man immer wieder ein paar heitere Szenen finden, die die dicke Story ein wenig auflockern. Dort, wo es eine dichte und atmosphärische Story gibt, darf natürlich die dazu passende Grafik nicht fehlen. Und auch hier hat Aconcagua einiges zu bieten. Das gesamte Abenteuer erstreckt sich über einen einzigen Zeitraum von 24 Stunden, beginnend in den frühen Morgenstunden eines Tages und bis zum Morgengrauen des nächsten. Dies ist nicht nur die Basis des unbarmherzigen Kampfes ums Überleben, sondern schafft auch eine wunderschöne Kulisse, in der es nicht nur einen endlosen Vorrat an Schnee und Steinen gibt. Der bewölkte graue Morgen weicht einem klaren und knackigen Himmel, der mit seinem blauen Licht das Eis in voller Pracht erstrahlen lässt. Später gesellen sich scharfe Schatten hinzu, bis dann das Licht des Abends das Eis in ein etwas wärmeres Licht mit gedämpften Farben tüncht. Auch wenn die karge Landschaft aus schneebedeckten Bergen, Steinen und Trümmern das Spiel optisch dominiert, findet man trotzdem einen hohen Grad an Detail in allen Bildschirmen, was auf der guten alten PS1 eine sehr erstaunliche Figur macht. Für die Zwischensequenzen hat man sich für ein Echtzeit-Rendering entschlossen und nicht etwa für die üblichen computergenerierten Grafiken, die mit ihren nicht unbedingt vielen Polygonen etwas rau wirken, aber so viel besser in das Spiel passen, da es auch keinen Stilbruch gibt, der einem optisch aus der Bahn werfen könnte. Und auch der Soundtrack mit seiner schön komponierten Orchestermusik passt wie die Faust aufs Auge und verpassen der ohnehin schon unfassbar tollen Atmosphäre noch das Sahnehäubchen. Das Spiel wurde wie erwähnt damals nur exklusiv in Japan veröffentlicht und somit werden alle Untertitel und Texte auch nur in japanischer Sprache präsentiert. Doch aufgrund einer sehr ungewöhnlichen Entscheidung waren damals auch schon alle Zwischensequenzen in Englisch vertont und wo es die Dramaturgie verlangte, gibt es viele Passagen sogar in spanischer Sprache. Voy a descansar un momento. Entonces, te traeré una manta. Schließlich spielt sich die Story auch in einem spanisch sprechenden Land ab, was dem Ganzen noch einen Grad von Authentizität verleiht. Diese doch sehr ungewöhnliche Designentscheidung ermöglichte es damals, das Spiel bzw. dessen Rätseln auch mit wenigen Japanischkenntnissen zu lösen. Doch nachdem nun 22 Jahre nach der Erstveröffentlichung eine Fanübersetzung in Romhausen verfügbar ist, sollten auch die letzten Hürden endlich gefallen sein. Insgesamt ist Aconcaguas ein sehr ungewöhnliches Spiel, aber vielmehr ist es ein episches Survival-Abenteuer mit einer so enorm packenden Story, sodass es eine Schande ist, dass das Spiel so komplett unbekannt ist. Es ist ja nicht nur der Kampf ums Überleben, der die Story auszeichnet. Auch die Dramatik zwischen den Charakteren zeichnen das Spiel aus. Allzu oft kommt es unter den Hauptakteuren zu einem Streit und wäre der Kampf ums Überleben nicht schon schlimm genug, scheint es, als ob sich inmitten der Überlebenden noch ein Verräter befindet.
And she is too experienced in using a knife and explosives for a journalist. But she fought against the government troops with us. Ich weiß, dass dieses Video wohl kaum die verdiente Aufmerksamkeit für diese beinahe komplett unbekannte Perle erzeugt. Aber solltet ihr es bis hierhin geschafft haben, dann macht mir und der Nachwelt den kleinen Gefallen und reicht das Spiel weiter. Die Videospiellandschaft hat so viel mehr zu bieten als die üblichen Verdächtigen. Und Aconcaguas gehört definitiv zu diesen ganz speziellen Juwelen. Es ist vielleicht nicht ein Meisterwerk, was das Gameplay betrifft, aber allein die Story und die dichte Atmosphäre macht es wert, sich wenigstens einmal mit diesem Titel zu beschäftigen. Survival-Fans sollten definitiv zugreifen. The new Maruza has only just started. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.